Ja, ich möchte jetzt zeigen, wie man eine andere Webseite einbinden kann. Wichtig ist dann natürlich zu wissen, dass man das auch einbinden darf und dass es da, ja, dass das legal ist. Das heißt, man sollte vorher schauen, ob die Seite, die man da einbinden möchte, in die eigene Webseite, letztlich machen wir hier Webseiten, dass das auch erlaubt ist. Ich weiß, dass es jetzt bei der folgenden Seite erlaubt ist, nämlich meine eigene Webseite. Gehe auf Seite hinzufügen, lege also wieder so ein eigenes Thema an, benenne es wieder um. In dem Fall benenne ich es einfach nach meiner eigenen Internet-Homepage, wir lernen.at. Suchen wir wieder den entsprechenden iDevice aus und überlege, was das sein könnte. Und es ist externe Webseite. Und habe dann hier die URL einzugeben, also die Internetadresse muss ich eingeben. Füge dann mit HTTP und allem, was dazugehört, diese Internetseite ein. Muss dann hier mir dann die Größe dieses Rahmens, also dieses Fensters, dann festlegen, dem diese Seite dann erscheint. Klicke hier auf Fertig. Und es erscheint dann der Herrinnen dann entsprechend diese Seite. Wenn ich sie größer machen möchte, oder größer machen möchte, diesen Rahmen, nämlich zum Beispiel Super Size. Und diese Seite ist dann größer und es funktioniert dann schon, diese Webseite dann hier zum Beispiel einzubinden. Ja, dann danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Du hast ja also gelernt, wie man mit Excel Learning die einfachsten Dinge dann nochmal hier machen kann. Und du hast das jetzt hier so zusammengestellt. Was jetzt letztlich dann von großer Bedeutung ist, wird dann das Speichern sein und das Exportieren. Das schauen wir uns dann im nächsten wieder an.